Im Dialog Fetten Sparrendach sehen Sie von dem markierten Dach so viele Register Dachseite, wie dieses Dach an Seiten hat. Bitte Achtung, Sie sehen, wir haben ein Satteldach markiert, sehen vier Dachseiten. Sobald wir auf das erste Register Dachseite klicken, wird uns die Dachseite im Grundriss rot markiert dargestellt, die diesem Register Dachseite entspricht. Wir können jetzt die Register Dachseiten Schritt für Schritt durchklicken. Das heißt also, bei einem normalen Satteldach sind ebenfalls vier Dachflächen vorhanden. Die zwei Dachflächen an den Giebeln sind auf 90 Grad gestellt und sind als Ortgänge definiert. Sie können in dem Register Dachseite natürlich die Parametrik, das heißt Überstand, Dachneigung und Kniestock. Sie können ebenso hier die Verkofferungswand aktivieren. Wenn Sie eine Dachseite zum Beispiel von Traufe auf Ortgang schalten wollen, so ändern Sie einfach die Einstellung per Klick. Sie könnten das gleiche für eine Änderung auf Walm oder auf Krüppelwalm machen. Einfach per Klick auf Ortgangseite, okay gesagt, und die Dachfläche ist hochgeklappt. Das heißt, wir haben jetzt ein Pultdach. Wenn wir wieder mit der rechten Maustaste unseren Dachdialog aufmachen, wieder entsprechend auf die gewählte Dachseite gehen, auf Draufseite zurückklicken, beachten Sie bitte in dem Falle unbedingt, dass die Neigung noch auf 90 Grad steht. Das heißt, Sie dürfen jetzt hier die gewünschte Neigung meinetwegen mit 38 wieder eingeben und haben wieder Ihre normale Dachdarstellung. Bei den Dachseiten, die momentan Ortgang sind, schauen wir uns einfach das Umstellen nochmal auf Krüppelwalm an. Sie sehen hier die unterschiedlichen Varianten, die wir einfach wieder für die Krüppelwalm-Definition zuschalten können. Wenn wir jetzt OK sagen, haben wir aus unserem Satteldachentwurf einen entsprechenden Krüppelwalm gemacht. Bei komplexeren Dächern ist die Funktionalität, dass je Dachseite rot markiert dargestellt wird, welche Seite ich gerade bearbeite, besonders nützlich, um zu identifizieren, wo befinde ich mich an der jeweiligen Stelle. Die Verkofferungswand, die Sie bei jeder Dachseite aktivieren können, schauen wir uns als Beispiel in folgender Konstellation an. Wir planen hier einfach über dem Dach ein großes Dachloch. Und setzen einfach mit E wie Ecke in die Kontur dieses Loches eine neue Dachkontur. Wir sagen hier, wir haben meinetwegen 3 Meter Kniestock, 22 Grad Dachneigung und haben jetzt hier entsprechend rot dargestellt unsere einzelnen Dachseiten. Wir machen jetzt eins, wir aktivieren bei diesen einfach die Verkofferungen. Dadurch, dass wir oberhalb des Hausgrundkörpers sind, ist die Schaltfläche im Außenbereich nicht relevant und haben jetzt hier an diesen Dächern entsprechende Verkofferungswände zugeschaltet. Wenn wir uns das in der 3D anschauen, so sehen wir, was diese Funktion Verkofferungswände macht. Sie hängt an jede einzelne Dachseite eine Verkofferungswand, das heißt eine Wand, die unten auf dem Sparren steht und schließt das Ganze entsprechend nach unten bis zur Decke des Dachgeschosses.